الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem kurzen Vortrag, inshallah. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Barmherzigkeit und mit seiner Gnade, dass er uns in dieser gesegneten Nacht, in dieser Nacht, zu dieser gesegneten Stunde, im letzten Drittel der Nacht, in der 29. Nacht von Ramadan, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns unsere Sünden vergibt, dass er uns unsere Sünden allesamt vergibt. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns alle zu den Paradiesbewohnern gehören lässt und dass er unsere Haut verbietet, beziehungsweise das Feuer, unsere Haut dem Feuer verbietet, dass unsere Haut haram wird für das Höllenfeuer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allesamt recht leiten und uns Dankbarkeit schenken, dass wir zu seinen dankbaren Dienern gehören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Familien, unsere Nachkommenschaft recht leiten und zu Gläubigen machen, die mit denen er zufrieden ist. Ich werde inshallah nicht lange mit euch, nicht lange eure Zeit in Anspruch nehmen, weil ich weiß, dass diese Zeit eine goldene Zeit ist und eine Zeit, in der wir alle uns zurückziehen sollten, um Dua zu machen, um Allah subhanahu wa ta'ala anzuflehen. Aber ich dachte trotzdem, dass wir diese Zeit yani trotzdem ausnutzen und dass wir in dieser Zeit kurz etwas über Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Jazakumullahu khairan. Ich habe keine Überschrift, diesem Vortrag keine Überschrift gegeben. Aber die Überschrift für diesen Vortrag ist: Was hast du für den Islam geleistet? Was hast du für den Islam geleistet? Und was hast du geleistet für dein Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala? Was hast du getan auf dieser Erde? Was hast du gebracht? Was hast du getan? Was hast du vor? Was ist dein Plan? Liebe Geschwister, viele unter uns, wir leben einfach. Wir leben einfach in den Tag rein. Wir haben einfach gar keinen Plan, wir haben gar keine Vorstellung, was wir in diesem Leben machen. Wir essen einfach, essen und trinken und ja, das Leben hat einfach seinen Lauf. Als hätte uns Allah, als wäre da nichts Besonderes. Als hätte man keine besondere Aufgabe. Subhanallah. Aber dabei, liebe Geschwister, wären die Sahaba radiallahu anhum und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hätten die so gedacht, dann wären wir heute keine Muslime. Wenn die Sahaba radiallahu anhum nicht so gelebt haben, wie sie gelebt haben, wenn andere Menschen, die vor uns waren, nicht geopfert hätten, nicht aus ihrem Leben, aus ihrer Zeit etwas gemacht hätten, so wären wir heute vielleicht, Allahu a'lam, was wir wären und wie wir wären. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass ein Muslim dieses Leben und jeden einzelnen Tag als eine Möglichkeit sieht, als eine Chance, ein erfolgreicher Mensch zu werden. Ein Mensch, der Geschichte schreibt. Und das kann wirklich jeder von uns. Weil viele von uns würden dann sagen, wenn ich ihm sage, was hast du gemacht? Oh Bruder. Ja? Dann kann vielleicht die eine Schwester sagen, ja, was soll ich schon machen? Ich bin eine Frau. Ich bin eine alleinerziehende Mutter. Ich bin eine, ja, was soll ich schon tun? Was soll ich bewirken? Wallahi, so darf ein Muslim nicht denken. So darf ein Muslim nicht denken. Ein Muslim muss hohe Ziele haben. Und jeder einzelne Muslim kann auf dieser Erde was erreichen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu rechtleiten, uns das richtige Verständnis geben. Aber wir sehen, liebe Geschwister, wir sehen auch in der Geschichte der Propheten, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bi abi wa ummi huwa sallallahu alaihi wa sallam, er war Analphabet.
Er war Analphabet, aber zum gleichen Zeitpunkt der schlauste Mensch, der je gelebt hat. Er war Analphabet bis zu seinem Tod. Er konnte nicht lesen und schreiben. Aber im selben Augenblick, subhanallah, was war er? Er war der Mann, der am meisten Veränderung gebracht hat auf dieser Erde. Subhanallah, und das gibt es sogar die Zeugenaussage seiner Feinde. Damals und heute. Es gibt ein Buch, ich weiß nicht mehr, von wem das ist, ein amerikanischer Schriftsteller, wo der 100, die 100 einflussreichsten Männer der Welt auflistet. Die 100 einflussreichsten Männer. Subhanallah. Und wer war der Erste? Das ist ein Ungläubiger, ein Käfer, ein amerikanischer Nicht-Muslim. Ja, und der hat einfach, und selbst in seinem Buch, ich habe das Buch vergessen, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, wie der heißt, John irgendwas, aber subhanallah, ihr könnt das googeln, der einflussreichste Mensch bei diesem Schriftsteller und bei diesem Allahu A'lam, was er war, Journalist, sonst auch, was auch immer, der Prophet Muhammad, ein Analphabet, und wir brauchen sein Zeugnis nicht. Ja, wir brauchen sein Zeugnis nicht. Wir kennen dieses Zeugnis, weil das Zeugnis, was Allah Azza wa Jalla ihm gegeben hat, ist schon ausreichend. Allah Subhanahu wa Ta'ala hat ihn gelobt. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahrlich, du bist von bestem Wesen. Wahrlich, du hast die schönsten Charaktereigenschaften. Fabima rahmati min Allah linta lahum. Und mit was für einer wunderschönen Barmherzigkeit und Milde bist du, O Muhammad, mit ihnen umgegangen. Allah Subhanahu wa Ta'ala hat ihn schon gelobt. Ja, Allah hat ihn schon gelobt. Und er ist gelobt und geliebt im Himmel und auf der Erde. Ja, im Himmel und auf der Erde. Und wie wir kennen vom Hadith vom Prophet Muhammad sallam, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala, wenn Allah Azza wa Jalla jemanden liebt, dann befiehlt er Jibril im Himmel, dass er ihn liebt, und so sollen alle Bewohner des Himmels diese Person lieben. Und dann lieben sie ihn. Ja, subhanallah. Wenn Allah Azza wa Jalla einen Menschen liebt, Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt den Engeln, Allahu a'lam, Milliarden, Billionen, wir wissen nicht, wie viele Engel es gibt, Allah befiehlt den Engeln, diesen Menschen zu lieben. Und dann lieben sie ihn. Und daraufhin sagt er der Prophet Muhammad sallam, und dann kriegt er Qabul auf der Erde. Qabul, yani, er wird angenommen, er wird akzeptiert, er wird gemocht auf der Erde. Oben drauf noch, ja. Und schaut, subhanallah, der Prophet Muhammad sallam, er war Analphabet, aber was hat er bewirkt? Er ist aufgewachsen in einem Ort, wo die Menschen sich bekämpft haben, bekriegt haben und gegenseitig getötet haben, nur wegen der Rasse. Ja, wir sind von dem und dem Stamm, und euer Stamm ist niedriger als, und sie haben sich so, wegen einer Beleidigung haben sie sich getötet. Wegen gar nichts. Ja, sinnloses Leben haben sie geführt. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, mit dieser Rechtleitung, mit der er kam, mit dem Koran, mit der Rechtleitung Allah subhanahu wa ta'ala, hat er diese Menschen versöhnt, diese Stämme versöhnt, und das komplett von ihnen, yani sozusagen, ja, weggebracht. Sie weggebracht von diesem Irrweg, und hat sie gebracht zu den besten Geschöpfen, hat er sie gemacht. Ja, zu den besten Menschen auf dieser Erde. Menschen, die voller Charakter und Glauben und Etikett haben. Yani, subhanallah, Menschen voller Würde und Ehre und Stolz und Rechtleitung und Rechtschaffenheit und Wahrhaftigkeit. Subhanallah. Und was haben sie geschafft? Diese kleinen Araber da in der Wüste, diese Kameltreiber, wallahi, sie waren Kameltreiber. Nichts anderes als Kameltreiber. Sie haben auf einmal die ganze Erde weg kaputt gemacht. Also kaputt gemacht, erobert. Die Römer, die Perser, bis nach China, nach Asien, Afrika, Europa. Sie waren bis an den Toren die waren mitten in Europa, Österreich, Frankreich. Ja, sie waren kurz vor Paris. Subhanallah, wer? Diese kleinen Kameltreiber, ja, genau diese. Ja, das hat der Islam aus ihnen gemacht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dieser Mann, der ein Analphabet war, aber mit der Rechtleitung Allahs, mit diesem schönen Charakter, mit der Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit des Islams, hat er erobert, haben sie binnen weniger Jahre die ganze Welt erobert, die halbe Weltkugel erobert, subhanallah. Ja, und haben den Islam und die Wahrheit, ja, verbreitet auf dieser Erde. Und hätten sie damals nicht dafür gekämpft und geopfert und sich angestrengt, wie wäre sonst der Islam zu uns gekommen, subhanallah? Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig für uns, dass wir nicht einfach nur so, dass wir keine, wir sollen jeder von uns, wir sollen nicht nur eine einfache Zahl sein. 1,5 Milliarden Muslime, du bist einfach nur eine Zahl. Einfach nur ein Mensch, der isst und trinkt und schläft und stirbt.
Sei nicht irgendeine Zahl. Sei jemand, der etwas macht für seinen Glauben, für seine Familie, für seine Gesellschaft, wo er lebt. Mach etwas. Steh auf. Hab eine Funktion in der Gesellschaft, in der du bist, in der Stadt, in der du bist. Mach etwas. Bewege etwas. Sei ein Lehrer. Sei ein Veränderer. Und es muss nicht unbedingt sein, dass du ein Prediger bist, dass du ein Gelehrter bist, dass du ein Allahu Alam was bist. Muss nicht sein. Sei aber jemand, der seinen Beitrag leistet. Leiste deinen Beitrag, auch irgendeinen Beitrag für die Veränderung, für die Veränderung zum Guten. Leiste einen Beitrag, damit du zu Allah zurückkehrst, und wenn du zu ihm zurückkehrst, hast du etwas mitgebracht. Geh nicht zurück mit leeren Händen. Wir haben genug Sünden, jeder von uns hat Sünden, wir sind schwach. Allah hat uns schon schwach erschaffen. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Allah hat uns schwach erschaffen. Aber liebe Geschwister, wir müssen etwas mitnehmen. Wir müssen doch irgendwie die Balance, ja? Wie willst du diese Balance haben, deine Sünden? Musst du ja auch irgendwie wieder einigermaßen gut machen. Womit? Womit, frage ich mich. Und das geht an erster Stelle an mich selbst, aber an uns alle, liebe Geschwister. Deswegen versuch irgendetwas zu tun. Und wallahi, viele von uns denken nur einfach, ne, ich könnte nicht lernen, Arabisch ist zu schwer, Koran ist zu schwer, dieses, jenes. Nein, wallahi nicht. Wallahi ist es nicht. Ja, man muss nur hohe Ziele haben, man muss nur anfangen. Ja, sag nicht morgen, der größte Fehler, den man machen kann, at-taswif, saufa, ich werde, irgendwann mal, wenn ich alt bin. Sag nicht das, sag nicht später. Nein, jetzt, heute, morgen. Heute fängst du an, nicht morgen, heute. Und das muss die Art und Weise sein, wie ein Muslim denkt. Wallahi, ich sage euch, ich persönlich zum Beispiel, ja nicht, leider, möge Allah mich recht leiten, möge Allah mir Tawfiq geben, dass ich mich verändere und dass ich inshallah auch anfange, etwas für die Umma zu tun und so weiter und so fort. Möge Allah uns alle recht leiten, uns alle vergeben. Aber ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, wallahi, als Erwachsener, Mensch, ich bin aus einer arabischen Familie. Ich war erwachsen und ich konnte nicht mal meinen Namen schreiben auf Arabisch. Ich konnte nicht weder lesen noch schreiben Arabisch. Und mein erster Arabischlehrer ist ein Deutscher konvertiert. Ein Deutscher Konvertierter gewesen. Mein erster Arabischlehrer. Ein deutscher Bruder, der ist konvertiert. Er ist zum Islam gekommen, da war ich schon längst Muslim. Da habe ich vor 10, 15 Jahre vorher schon gebetet und gefastet. Da ist er erst Muslim geworden, aber er war der Erste, der mir Arabisch beigebracht hat. Ein Deutscher mir Arabisch beibringt, ja? Und ein anderer Lehrer, den ich hatte in der arabischen Sprache, ist ein französischer Bruder. Er ist konvertiert zum Islam, er hat gelernt und er ist sehr, sehr stark und er hat mir, und ich habe bei ihm andere islamisches Wissen gelernt, ja? Subhanallah. Und deswegen, liebe Geschwister, und ich kenne viele Brüder und Schwestern, die es gibt, sie sind konvertiert zum Islam, aber sie haben ein bisschen von deinem Leben, Allah hat dir eine Zeitspanne gegeben, 60, 70, 50, vielleicht 80 Jahre. Nimm doch ein bisschen von dieser Zeit. Wallahi, was hast du verloren? Das ist eine Investition, das ist deine Ausbildung, das ist dein Ticket zum Paradies. Das ist deine Ehre und Würde und die Erziehung für deine Kinder. Ja, dass du ein bisschen von dieser Zeit investierst und danach, inshallah, siehst du die Früchte. Ja, dann kannst du ein bisschen lernen und wenn du etwas gelernt hast, kannst du es weitergeben. Kannst du unterrichten und das ist schon etwas Großes, Gewaltiges. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte was? Im Hadith, der authentisch ist, er sagte, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Der Beste von euch, unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und daraufhin lehrt, weiter lehrt, unterrichtet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte im anderen Hadith, خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعَهُمْ لِلنَّاسِ. Der Beste unter den Menschen ist derjenige, der den Menschen am nützlichsten ist. Ist nicht der unbedingt derjenige, der am allermeisten Ibadah macht. Er ist zu Hause, er betet, fastet, khalas. Er betet, fastet, liest Koran. Sehr, sehr gut, top. Aber es gibt vielleicht einen anderen, der viel, viel weniger davon macht, von dieser Ibadah, von Koran lesen etc. Aber er macht große Taten. Ja, er ist irgendwo vielleicht in einem Krisengebiet in Jemen oder Syrien oder in Bangladesch, in Afrika, irgendwo. Und er macht etwas. Ja, wo er rettet gerade Leben, ein Arzt zum Beispiel, der viel von seiner Zeit nimmt und er geht Leute verarzten und behandeln. Ja, er rettet gerade Leben. Er kriegt vielleicht viel, viel mehr Belohnung als derjenige, der zu Hause gerade allein einfach nur Koran liest, obwohl Koran lesen zu den besten Taten gehört. Ja, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, خَيْرُكُمْ
Khairun nas anfa'ahum. Der Beste unter den Menschen ist derjenige, der den Menschen am allernützlichsten ist. Ja, am allernützlichsten ist. Und derjenige, der den anderen am nützlichsten ist, zum Beispiel einer, der ist vielleicht ein Arzt oder der ist ja, irgendwas anderes und der nützt wirklich in der, ja, wo es am meisten benötigt wird, er nützt den Menschen dort. Er rettet Leben oder macht anderes Gutes. Sein Nutzen ist größer bei Allah, weil es ist nicht nur für ihn. Der eine, der zu Hause gerade Koran liest oder betet für sich, er ist auch nützlich. Das ist ja auch nützlich, was er macht. Aber es ist nur nützlich für ihn, aber nicht nützlich für die anderen. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir diese Sachen, dass wir irgendetwas planen und dass wir nicht ein sinnloses Leben führen. Das ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wir kein sinnloses Leben führen. Nicht einfach nur essen und trinken und unsere Zeit verschwenden. Und nein, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns davor gewarnt, ja, Zeit zu verschwenden. Marbun, einer der richtig, jemand, der nicht weiß, mit seiner Zeit nicht weiß, was anzufangen. Nützliches, was anzufangen. Die meisten von uns, die leben einfach in den Tag rein, ohne Plan, ohne, der hat keinen Peil, der hat keinen Plan in seinem Leben. Einfach so essen, trinken, schlafen, essen. Wo ist der Unterschied zwischen dir und einer Kuh? Zwischen dir und einer Ziege? Ja, wo ist ein Unterschied zwischen mir, wenn ich einfach so lebe? Zwischen mir und irgendeinem Tier, irgendeinem, ja, ein Hase. Einfach essen, trinken, schlafen, tot. Subhanallah, was ist das für ein Leben? Was ist das für ein Sinn? Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir unsere Zeit, dass wir können, der Islam ist keine Religion, die dir sagt, hey, du musst von morgens bis nachts Koran lesen und du musst von nachts bis morgens nachts beten und du musst von Tag und Nacht nur beten und fasten und spenden und das war's. Ja? Und du darfst nicht raus und du darfst keinen Spaß haben, du darfst keinen Sport, du darfst keinen Urlaub. Nein, nein, ist es nicht. Wallahi, der Islam ist nicht so. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Allah sagt, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Und vergiss nicht deinen Anteil von der Dunya. Ja? وَبْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهِ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Ja? Suche in dem, was Allah dir gegeben hat, das andere Leben, das wahre Leben, das unendliche Leben, das ist das wahre Leben. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Allah sagt im Koran, und wirklich das wahre Leben im Jenseits, das ist das wahre Leben, das echte Leben. Ja, weil das unendlich ist, weil das wirklich nicht das schöne Leben ist. Ja, und es ist unendlich dazu. Aber trotzdem sagt Allah Azza wa Jalla, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Und vergiss nicht deinen Anteil von der Dunya. Das heißt, liebe Geschwister, wenn jemand ja sich bemüht und macht und er leistet etwas, du kannst ruhig Urlaub machen, kein Problem. Es ist nicht haram. Wenn Allah dir Geld gegeben hat und du willst dir ein schönes Auto kaufen, es ist nicht haram. Auch wenn es, wallahi, auch wenn es, und es wird immer arme Menschen geben. Solange du Sadaqa gibst und du hilfst und unterstützt und du spendest, es ist nicht haram, dass du dir ein schönes Auto kaufst. Es ist nicht haram, dass du dir schöne Möbel kaufst. Solange du nicht deine Geschwister vergisst, solange du nicht übertreibst und verschwenderisch bist und ja und prahlst und hochmütig bist. Es ist nicht haram, es ist nicht verboten. Du kannst ja trotzdem ein schönes Leben machen in Dunya. Ja? Es ist nicht so. Aber, liebe Geschwister, das Wichtige ist, dass wir nicht einfach sinnlos leben. Es gibt Leute, die jeden Tag einfach, ja, Facebook, Instagram oder Filme, Serien gucken, stundenlang einfach nichts nutzen. Du bist ein Nichtsnutz. Das geht nicht als Muslim. Das kann man nicht machen als Muslim. Jeden Tag. Du kannst mal hier mal, ja, ein bisschen Sport und dies oder das machen oder gucken oder, ja, es ist nicht, aber nicht übertreiben darin und im anderen und im gleichen Zug, du machst gar nichts. Nichts Besonderes, nichts Wertvolles, nichts, was du mitnimmst, nichts, was ehrenvoll ist. Ja, du leistest nichts, weder für dich, noch für deine Familie, noch für deine Gesellschaft, noch für die Umma. Subhanallah, was hast du für die Umma geleistet? Was willst du für die Umma leisten? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit wir heute Muslime sind, damit wir heute dass dieses La ilaha illallah kennen, Ramadan kennen, fasten und beten und Dua und Koran können und uns vorbereiten können für das wahre Leben und für diese Prüfung und für Hölle oder Paradies. Dafür hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekämpft. Dafür hat er geblutet. Bi abi wa ummi huwa sallallahu alaihi wasallam, in der Schlacht von Uhud, ja, wurde er hier seine Stirn, wurde bi abi wa ummi huwa sallallahu alaihi wasallam, wurde seine Stirn. Wurde er geschlagen, sodass er geblutet hat von seiner Stirn und sein Zahn wurde gebrochen in dieser Schlacht, in der Schlacht von Uhud. Bi abi wa ummihi wa sallallahu alaihi wasallam.
Aber das hat er gemacht für uns. Die Sahaba radiallahu anhu haben ihr Leben gegeben. Ja, ihr Leben gelassen. Und sie sagten zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als sie mit ihm gereist sind, sie sagten, o Gesandter Allahs, wallahi, wenn wir wüssten, dass nach diesem Ozean, ja, dass nach diesem Meer noch Menschen sind, die wir zu Allah rufen, wallahi, wir überqueren ihn. Ja, so war ihr Leben und so haben sie gelebt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gestorben und sie sind weitergereist und sie haben Eroberungen gemacht. Sie sagten, Tadschikistan, ja, weit tausende Kilometer entfernt. Damals vor 1400 Jahren, wo es keine Flugzeuge gab, keine Autos gab, keine Straßen gab, keine Straßenbeleuchtung gab, nichts. Kein Handy, gar nichts. Ja, und deswegen kennen wir die Geschichte von Umar, der Sohn von Umar, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma. Ja, sie haben 6 Monate, als sie eroberten, diese Eroberung hatten, da Richtung China, ja, in der Ex-Sowjetunion im Süden, Richtung China, In diesen Gebieten haben sie dort diese Länder erobert und auf dem Rückweg gab es Schnee, so viel Schnee, dass sie nicht zurück konnten nach Medina, 6 Monate lang. Und sie haben 6 Monate lang das Gebet verkürzt, weil der Schnee ihnen komplett den Weg versperrt hat. Sie konnten nicht. Diese Menschen, die normalerweise in der Wüste leben, bei 50 Grad, ja, 50 Grad Sonne gewohnt waren, waren auf einmal in Eisbergen, subhanallah. Dort waren sie, dort haben sie monatelang verbracht in dieser Kälte, Eiseskälte, ohne Heizung und nichts. Aber dadurch ist der Islam dahin gekommen und dadurch sagen Leute dort heutzutage La ilaha illa Muhammad Rasulullah und bereiten sich vor für das Paradies. Ja, für ihre Anstrengung nach dem Tod des Propheten Muhammad sallam. Aber die Frage, liebe Geschwister, an uns, an euch, was hast du gemacht für den Islam? Was hast du vorzutun für den Islam, für die Umma von Muhammad sallam? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle das richtige Verständnis geben. Möge Allah uns unsere Zeit nicht verschwenden lassen. Und dass wir inshallah versuchen, jeder von uns etwas zu leisten. Sei es etwas zu lernen, um es zu lehren. Sei es in einer Hilfsorganisation zu arbeiten, etwas den Menschen Nutzen zu bringen. Sei es als Arzt, als Krankenpfleger, irgendetwas zu leisten, etwas zu tun. Vielleicht auch nur in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft, wo man wohnt. Da in der Stadt, wo man wohnt zum Beispiel, eine Funktion zu haben. Ja, eine Funktion zu haben, dass man sich kümmert zum Beispiel um die alten Menschen, alte Leute zu besuchen im Altersheim, dass man eine Gruppe macht, die sich kümmert um, ja, und so zum Islam rufen oder den wahren Islam zu zeigen, dass man in der Gesellschaft, in der Stadt, wo man wohnt, dass man einfach Gutes tut, ja, vielleicht den Menschen, die auf der Straße leben, alten Menschen im Altersheim, was auch immer. Es gibt so viele Wege, dass man Gutes tut, so viele Wege, wo man als kleine Gruppe, 2, 3 Personen können so vieles schaffen, ja. Und es gibt so viele, es gibt Geschäfte und Firmen, die, oder Restaurants, die zum Beispiel dann abends so viel Ware haben und kostenlos weggeben. Du sammelst das, du nimmst das und bringst das, Allahu alam, ja, zu Leuten, die es vielleicht brauchen, Bedürftige, Leute, die obdachlos sind, Leute im Altersheim, wo auch immer. Und du leistest etwas und sehe keine Tat als zu gering. Ja, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte. Ja, und wertschätze keine kleine Tat als zu gering. Warum? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass wenn einer von euch Sadaqa gibt, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt diese Sadaqa an mit seiner rechten Hand. So steht es im authentischen Hadith. Walillahi und Allah azza wa jalla ist so wie er und seine Hand und seine Eigenschaften sind so, wie es zu seiner Majestät gebührt. Ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Mensch, der Sohn Adams, der Muslim, wenn du eine Sadaqa gibst, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt sie auf mit seiner rechten Hand. Und dann, er vergrößert sie. Er vergrößert sie und yurabbiha. Allah subhanahu wa ta'ala yurabbiha. Davon kommt auch das Wort Tarbiya, Erziehung. Ja, er erzieht das. Und was passiert in der Erziehung? Man wächst, ja. Er wächst es. Er lässt es wachsen. Deine kleine Spende, die du gegeben hast, du hast vielleicht nur 1 Euro gespendet, nur 10 Euro gespendet, ja. Oder vielleicht sogar nur 1 Cent oder, ja, 10 Cent, 50 Cent gespendet. Eine kleine Spende. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt, wenn du es wirklich aufrichtig machst, aufrichtig spendest, Allah nimmt sie an mit seiner rechten Hand. Und dann, was macht er? Und er wächst, er lässt es wachsen für dich. Er erzieht diese, bis sie am Tage der Auferstehung so groß ist wie der Berg von Uhud. Berge groß, subhanallah. Ja, und deswegen, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sagt auch im anderen Hadith, der authentisch ist, ittaqun nar walau bi shiqqi tamra.
beschützt euch vor dem Höllenfeuer, sei es auch nur mit der Spende einer halben Dattel. Nicht mal eine ganze Dattel, sondern eine halbe Dattel. Eine halbe Dattel, liebe Geschwister, das ist ein Cent. Das sind 2 Cent oder ein halber Cent vielleicht. Damit kann man sich vor dem Höllenfeuer beschützen. Wallahi, damit kann man sich vor dem Höllenfeuer beschützen. Und deswegen, liebe Geschwister, lasst uns inshallah alle uns vornehmen, irgendeinen Beitrag zu leisten. Einen Beitrag für die Umma von Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, einen Beitrag für die Gemeinschaft, in der Leben, das Land, wo wir leben. Muslime, nicht Muslime, egal. Leist einen Beitrag, sei nützlich, sei ein nützlicher Mensch, sei ein Mensch, der irgendetwas macht, sodass wir, inshallah, die Muslime etwas davon haben, dass du auch selbst etwas davon hast. Möge Allah Subhanahu uns alle das richtige Verständnis geben und uns verzeihen. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Und inshallah nichts, und zuletzt, inshallah, noch ganz kurz. Wir befinden uns natürlich jetzt in der 29. Nacht. Und es kann sein, dass es die allerletzte Nacht ist von diesem Ramadan. Subhanallah, Subhanallah, der Ramadan hat gerade erst angefangen. Und es ist eigentlich jedes Jahr so, dass wir immer sagen, Subhanallah, Ramadan war so schnell wieder vorbei. Aber wallahi, dieses Jahr, obwohl es diesen Lockdown gab und oder gibt immer noch und man eigentlich die ganze Zeit nur zu Hause ist und nicht so sehr beschäftigt ist oder war etc. Und Subhanallah, trotzdem, als wäre Ramadan gar nicht da gewesen. Ja, heute ist vielleicht die letzte Nacht von Ramadan und es ist vielleicht morgen der letzte Tag von Ramadan. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala mit Dua, dass er uns unser Fasten annimmt, dass er unsere Sünden vergibt, dass er uns zu den Glücklichen gehören lässt, denen er ihre Sünden verziehen hat und von ihnen angenommen hat, diese Ibadats. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Paradies zuteil werden lassen. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين اللهم يا ربنا اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عنهم يا رب العالمين اللهم اهدنا صراطك المستقيم اللهم اهدنا صراطك المستقيم اللهم يا ربنا اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا مغفرة جامعة يا أرحم الراحمين وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر وارحمنا فإنك بنا راحم وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين اللهم ارحمنا يا رحيم اللهم أكرمنا يا كريم اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار اغفر لنا يا رب العالمين اللهم يا ربنا من الدعاء اللهم يا ربنا تقبل دعاءنا تقبل صلاتنا وصيامنا وصالح أعمالنا ولا تضرب بذلك وجوهنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة وارزقنا الخشوع اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغننا بحلالك عن حرامك ومن فضلك عمن سواك اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم أن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا من دار الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من دار الدنيا لا إله إلا الله اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم يا ربنا اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم إني أسألك حب اللهم إني أسألك لي اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة اللهم وإنا نسألك الخشوع اللهم يا ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها
أنت وليهم مولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، اللهم إني نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر. اللهم يا ربنا لا تعذبنا فإنك علينا قادر، لا تعذبنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. لا تعذبنا برحمتك يا أرحم الراحمين، لا تعذبنا فإنك علينا قادر، وارحمنا فإنك بنا راحم، وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا ربي إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم يا ربنا إنا نسألك حبك، حب من يحبك، وحب عمل يقربنا من حبك. اللهم نسألك حبك ورضاك والجنة، نسألك حبك ورضاك والجنة، نسألك حبك ورضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار، ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وسخطك والنار يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ارحمنا، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شربة من يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا حوضه، اللهم ارزقنا حوضه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا، اللهم ارزقنا شفاعته يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم يا ربنا ما لنا إله غيرك، لا إله غيرك ولا رب سواك. اللهم يا ربنا فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. طرقنا بابك يا أرحم الراحمين فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا سفر اليدين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. والله يشتين vor deiner Tür und bitten dich um Vergebung. والله vergebe uns. Niemand ist da, der unsere Sünden vergibt. يا الله يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. والله bestrafe uns nicht. والله bestrafe uns nicht. Auch wenn wir es verdient haben. والله wir bitten dich um Rechtleitung und um Vergebung. Wir bitten dich um deine Liebe und deine Barmherzigkeit. والله schenke uns deine Barmherzigkeit. Schenke uns deine Barmherzigkeit, ja, Arham al-Rahimin. Deine Barmherzigkeit ist gewaltiger und schöner als unsere Sünden allesamt zusammen. Deine Barmherzigkeit und deine Vergebung und deine Milde ist uns lieber und ist gewaltiger als unsere Sünden. Ja, Arham al-Rahimin, so vergebe uns unsere Sünden und lass uns als Muslime sterben. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alameen.